das eine göttliche Eingebung war, Pfarrer, dann werde ich mir überlegen, ob ich aus beruflichen Gründen nicht doch zum Katholizismus überwechsle. Wo sind Sie jetzt, Herr Kommissar? Bei den Protestanten. Dann dürfen Sie sich ruhig in der katholischen Kirche auch bekreuzigen. Wir sind doch nicht so. Kriminalistik, mein lieber Herr Kommissar, ist keine Glaubensfrage. Kriminalistik ist Denksport und der Satan ist Realist. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass der Täter die Perücke absichtlich... Wir haben 1954 in Hannover einen ähnlichen Fall gehabt, die Povenzbande. Die Zeit wird knapp. Ja, ich komm's gleich. Ich werde mich auf jeden Fall beim Bischof für Ihren Einsatz bedanken. Herr Pfarrer! Ja, sofort. Um Himmels Willen kein Wort zum Bischof, kein Wort. Ja, aber wie kann ich mich dann erkenntlich zeigen? Ohne Ihren Spürsinn hätten wir den Täter niemals gefasst. Ich wüsste schon was. Nicht so gar, Großhauptnerin. Jetzt hängt uns der Kommissar ab. Wir sind schon spät dran. Missionarin werden soll. Wer mit Ihnen fährt, lernt's beten. Großhauptnerin, Sie warten hier. Wie immer, Herr Pfarrer. Anfang jetzt, Freund! Jetzt wartet ein bisschen, wir kommen doch gleich. Armin, was haben wir heute? Den 7. Sonntag im Jahreskreis. Genau, Lukas 6, 27 bis 38 von der Feindesliebe. Hab ich schon aufgeschlagen. Was tät ich ohne dich? Müssen Sie nicht fragen, Hofjürgen. Wieso, was ist los? Damals habe ich doch gesagt, dass ich es war. Sonst hätte ich heute Entlassung mit Handschlag. Bist wenigstens mit dir im Reinen? Da verreiße ich hier noch drei Kalender ab. Und ich habe nur lange einen guten Ministranten. Liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Und wenn dich jemand auf die eine Backe schlägt, so halt ihm auch die andere Backe hin. Wenn dir jemand den Rock nimmt, so verweigere ihm nicht den Mantel. Und wenn jemand dir etwas wegnimmt, so fordere es nicht von ihm zurück. Das ist ja geil, deswegen sitze ich ja. Ich habe ihm das Seine genommen, aber er hat zurückgefordert. Halt's Maul und hör zu. Jesus spricht, ihr sollt eure Feinde lieben, ihr sollt Gutes tun und leihen, auch dort, wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß und ihr werdet Kinder des Allmächtigen heißen. Denn der Herr ist gütig, auch gegen die Bösen und die Undankbaren. So ein Scheiß. Überhaupt kein Scheiß. Der Herr ist auch gütig gegen Gefangene, die in der Heiligen Messe Pornoheft und Tabakwaren tauschen. Amen. Amen. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Babi, wie eine schöne Woche. Danke, gleich fort. Pfarrer, ist gut? Jo. Kann ich Sie noch einen Moment sprechen, Pfarrer Braun? Um was geht's? Nimetz, Gott, schwerer Raub, 8 Kalender, ich habe gesündigt. Du möchtest einen Beichttermin? Ja, vielleicht. Und wenn ich was beichte, dann dürfen Sie es auch niemandem verpfeifen. Und hör mich, foltert nicht. Die heilige Beichte ist ein Sakrament. Muss immer schwere Sünde handeln, ne? Ja, schon sehr schwer. Und zwar habe ich eine Falschaussage gemacht und deswegen sitzt ein Kumpel von mir. Dann korrigiere deine Aussage. Ja, so blöd bin ich nun auch nicht. Da muss ich ja noch länger sitzen. Dann erlöse einen Unschuldigen. Ich muss mich erst mal selbst erlösen. Außerdem fühlt sich der Arme doch hier ganz wohl in der Kiste. Du hast den Armen da reingeritten, meinen Ministranten.
Ich habe den Wachmann damals aufgemischt in der Speicherstadt, nicht er. Aber der Armin hat doch das gestanden. Ja, schon, aus Angst vor den anderen. Er ist ja ein Schisshas eigentlich, der Armin, nicht wahr? Wir hatten damals ausgemacht, wenn es gut geht, teilen wir uns die Beute. Wenn es schief geht, teilen wir uns die Kalender auf. Egal, wer was gemacht hat. Naja, ist halt schiefgegangen und der Armin hat das mit dem Wachmann bekommen, obwohl ich es war. Dann lass uns jetzt schnell den Beichttermin festlegen. Wie schaut's aus, morgen um 14 Uhr? Da ist Hofgang. 16 Uhr? Habe ich einen Termin bei meiner Psychologin. Dienstag 14 Uhr? Kopfflechten. Dienstag 16.30 Uhr? Basketball. 16.15 Uhr, Dienstag 16.15 Uhr. Großhauptnerin, Sie können schon mal heimfahren. Ich habe noch einen Termin beim Direktor. Setzen Sie das Essen schon mal auf. Ich komme mit dem Taxi nach. Nein, das hängt nicht mit Ihrer Fahrweise zusammen. Was? Wer lügt da? Ich lügen? Nein, ich lüge doch nicht. Die Haushälterin verwechselt Fuhlsbüttel mit dem Hockenheimring. Die Rosshauptner will deine Buben bloß ein bisschen tratzen. Ich mit dem Geruch? Mit was für einem Geruch? Nach verbranntem Gummi. Für meine Jungs riecht die Freiheit nach verbranntem Reifengummi. Wenn sie den in die Nase kriegen, werden sie fuchsteufelswild. Ja, lass ihr doch die Freude. Hat sonst nie viel Glück mit Männern gehabt. Naja, Pfarrersköchin gehören wahrscheinlich wirklich nicht zum harten Kern der Spaßgesellschaft. Dafür ist ihnen der Lohn im Himmel sicher. Die besteht schon auf ihrem Lohn auf Erden. Ans Jenseits glaubt sie nicht so wahnsinnig. Und da wird sie deine Haushälterin. Ja, ich habe ihr bei der Scheidung geholfen. Was? Ein katholischer Pfarrer hilft bei der Scheidung? Manchmal ist die Unerträglichkeit der Ehe wichtiger als die Unauflöslichkeit. Davon verstehe ich als Junggeselle nichts. Aber als Anstaltsleiter könntest du mir einen Tipp geben, was ich mit dem Geständnis von Gefangenen Nemitz anfangen soll. Um deinen Schützling Armin Knopf zu entlassen. Um der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Ja, du machst einfach ein Gedächtnisprotokoll in Form einer eidesstattlichen Versicherung und ich werde dann ein Wiederaufnahmeverfahren beantragen. Und jetzt werde ich NIM zu Indisch eröffnen. Versicherung an Eidesstatt klingt nach irgendwas ohne Bewährung. Na, das ist ja so eine Erklärung. Ah, lass dich überraschen. Schauen wir mal. Ich gehe dann, ja? Tag, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Wo? Da geht's rein. Herr Wachtmeister, warten Sie bitte draußen. Ja, also die Sache mit dem Armin, da wollte ich nur. Zunächst einmal heißt es nicht also, sondern gelobt sei Jesus Christus. Also, Entschuldigung, also ich habe nämlich noch nicht. Also ich meine, es ist schon weit her. Daraufhin musst du antworten in Ewigkeit Amen. In Ewigkeit Amen. In Demut und Reue bekenne ich meine Sünden. In Demut und Reue bekenne ich meine Sünden. Sprich. Sprich. Jetzt zähl deine Sünden auf, fang endlich das Beichten an. Also, ja. Ja, also die Sache mit dem Armin. Was ist mit dem Namen des Herrn? Hast du es im Zorn ausgesprochen? Wie jetzt? Ach so, ja. Letztens, als Sie dabei waren, ja. Vater, Mutter nicht geehrt? Also meinen Vater kenne ich nicht und Mutti ist die Beste. Also da bin ich ein liebes Kind schon wohl auch gewesen, nicht wahr? Fremdes Eigentum, na gut, da brauch ich gar nicht fragen. Sechstes Gebot, hast du begehrt eines nächsten Weib und so weiter? Ja, also manchmal eher selten. Ich wollte doch eigentlich die Sache mit dem Armin. Hast du getötet? Nein. Also bislang nicht. Toi, toi, toi. Also, das ist gut. Bereust du? Ja. Ohne geht's nicht wahrscheinlich, oder? Ich bereue teilweise schon auch, ja. Gut, dann gebe ich dir zur Buße 10 Ave Maria und 10 Vater Unser auf. Ja, aber ich wollte doch noch die Sache mit dem Armin. Du hast alles gestanden, bereut, es wird absolutiert. Deine Sünden seien dir vergeben im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen? Genau, Amen. Du fährst jetzt heim und zündest eine Kerze an. Aber wenn ich zum Bischof muss, schwebt Unheil über uns, Rosshauptnerin. Ist gut. Sie müssen Pfarrer Braun sein. Ist gut. Wer sind Sie? Monsignore Mühlich, Anselm Mühlich. Ich bin der Privatsekretär unseres Bischofs. Ach, gibt's einen alten Schubert nicht mehr? Den hat der Herr zu sich gerufen.
Hat der Herr Bischof irgendwelche Andeutungen gemacht, was er mit mir... Dr. Himmelrath, er hat mir nichts gesagt. Ja, ich war schon lange nicht mehr da. So, so. Ja, ja. Pfarrer Braun, Herr Bischof. Rein mit ihm. Pfarrer Braun. Grüß Gott, Eminenz. Sie machen uns ja Sorgen. Sorgen? Und zwar schon wieder. Schon wieder. Ich habe mir mal Ihre Personalakte kommen lassen. Und? Als mein Freund und Kollege Stiegelmeier von der Erzdiözese München-Freising mich bat, sie zu übernehmen, hielt ich das für einen freundschaftlichen Tipp. Heute ist der Kollege Stiegelmeier nicht mehr mein Freund. Meiner war er nie. Also ich meine, der Stiegelmeier, mein Freund. Sie haben mehrfach den kirchlichen Gehorsam verweigert. Mehrfach. Unter anderem haben Sie sich geweigert, eine Bikermesse abzuhalten. Biker. Es heißt Biker, Herr Bischof. Herr Eminenz, Sie kommen mit dem amerikanischen Zeug auch nicht klar. Die Kirche muss mit der Zeit gehen. Wenn es so weitermacht, muss mit der Zeit gehen. Da haben Sie schon recht, Eminenz. Und Sie sind trotz mehrfacher Ermahnungen wieder kriminalistisch tätig geworden. Aber sehr erfolgreich. Was Ihnen bei der Presse unter anderem die Spitznamen Dreifaltigkeits-Derrick, Schnüffler Gottes oder Tabernakel-Colombo einbrachte. Man muss dem Guten zum Sieg verhelfen, indem man das Böse bekämpft. Ich habe Sie als Gefängnispfarrer in Fuhlsbüttel eingesetzt und hielt das für eine hervorragende Idee, weil Sie da nur mit rechtskräftig geklärten Fällen in Kontakt kommen würden. Und jetzt dies. Was ist dies? Ein Rechtsanwalt Lohmann, der die Interessen des Gefangenen Nemetz vertritt, bezichtigt Sie des Bruches des Beichtgeheimnisses und droht, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das soll er versuchen. Versuchen? Das Beichtgeheimnis ist eines unserer größten Aktiva. Kirchenmänner haben sich dafür foltern und vierteilen lassen. Und nun dieser Skandal. Was ist denn da der Skandal? Das Vertuschen der Wahrheit oder das Aufdecken der Wahrheit? Die Wahrheit liegt in Jesus Christus. Und an den hat sich in seiner Gewissensnot der Gefangene Nemetz gewandt, weil er der Lüge entsagen und der Wahrheit ans Licht verhelfen wollte. Im geschützten Raum des Sakraments. Na, das hat er mir vor der Beichte im weniger geschützten Raum der Vertraulichkeit förmlich aufgedrängt. Und die Vertraulichkeit ist, soweit ich weiß, noch kein unverletzliches Sakrament. Aber es wurde doch dann im Rahmen einer Beichte versiegelt. Ja, so weit habe ich ihn gar nicht kommen lassen, dass er das beichten konnte. Ich meine, durch mein Aufdecken der Wahrheit ist einem jungen Menschen Gerechtigkeit widerfahren. Einem jungen Menschen, der sich seit Jahren selbstlos als mein Ministrant in den Dienst der Kirche stellt. Gemäß dem Motto des Hebräerbriefs, denkt an die Gefangenen, als ob ihr Mitgefangene wärt. Und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Sie leben ja sehr sichtbar noch im Leibe. Und leider auch im Irrtum. Denkt an die Gefangenen, ist nicht Hebräer, sondern 2. Korinther. Hebräer 13,3 webt man. Um eine Kiste Messwein. Vino Santo, 97er. Müllig, sehen Sie doch mal nach. Denkt an die Gefangenen, Hebräer oder 2. Korinther. Denkt an die Gefangenen. Da ich nun aber nicht nur an die Gefangenen, sondern die gesamte Kirche denken muss, habe ich mich entschlossen, Ihnen eine neue Wirkungsstätte zuzuteilen. Sie wollen mir versetzen? Dorthin, wo Sie keinen Schaden mehr anrichten können. Wohin denn? Wo es ganz wenig Katholiken und noch weniger Verbrechen gibt. Besteht da Zusammenhang? Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. 2. Korinther. Hebräer 13,3. Wir schicken Ihnen den Wein zu. Wohin? Flach.
feucht, windig. Das Schlimme am Flachland ist, dass der Himmel tiefer hängt, ohne dass man deswegen Gott näher ist. Pfarrer Braun? Ja. Na, dann steigen Sie mal ein. Aber die Gemeindeschwester Edeltraut wollte uns mit dem Taxi abholen. Die Edeltraut ist verhindert und ich bin das Taxi. Swoboda, Erich Swoboda. Na, du, trauen sich mal. Also, ein Auto hätten Sie schon nehmen können. Meine Haushälterin, die Margot Rosshauptner. Moin, Autos gibt's hier keine nicht. Keine Autos? Nö. Schön hier. Jo. Sind Sie katholisch? Jo. Keine sehr große Gemeinde hier, was? Gestern waren wir noch 26. Und heute? Auch 26. Nicht viel, aber stabil, sag ich immer. Und was machen Sie? Alles, was so kommt. Notar, Bibliothekar, Sterndienstbeamte, Totengräber. So eine Art kommunale Mehrzweckwaffe, oder? Ist das Einzige hier? Ist der Dienstwagen von Kommissar Geiger. Kommissar? Auf der Insel gibt's einen Kommissar? Manche sagen ja, der ist hier so überflüssig wie eine Ampel. Aber wenn mal was passiert, dann muss er ja schnell am Tatort sein. Ist schon mal was passiert? Letztes Jahr haben sie zwei amerikanischen Stelzengängern die Eier geklaut. Wie bitte? Das sind Vögel. Seltene Wattvögel. Und sonst? Baldrine, Friese, viel Zaunzeug. Sonst nichts. Kann aber noch kommen. Beschreien Sie es mal nicht. So, da haben wir es ja. Also dieser Schrecken heute Morgen. Mir ist ja fast das Herz stehen geblieben. Und ausgerechnet heute. Oh, unser neuer Pfarrer. Ach, Sie kriegen einen neuen Pfarrer? Ja, haben Sie das denn nicht gehört, Herr Geiger? Unser Pfarrer Pulder liegt nicht nur im Krankenhaus, sondern jetzt auch noch im Koma. Aber Sie sind ja protestantisch. Grüß Gott, mein Name ist Guido Braun, ich bin der neue Pfarrer. Und Sie müssen die Gemeindeschwester Edeltraut sein. Edeltraut Remmler, Herr Pfarrer. Hauptberuflich Altenpflegerin. Ja, das brauche ich Gott sei Dank noch nicht. Ich bin Selbstversorger, darf ich vorstellen, meine Haushälterin, die Margot Rosshauptner. Oh, das hat man mir jetzt gar nicht mitgeteilt, dass Sie mit einer eigenen Haushälterin kommen. Ich hatte mir schon Hoffnung gemacht, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Moin. Können Sie mal mit anpacken? Können schon. Darf ich mich vorstellen, Kommissar Alwin Geiger? Grüß Gott, Braun. Sind Sie im Dienst? Nicht immer, aber heute. Ist ein Verbrechen passiert? Für unsere Verhältnisse schon. Aber Herr Pfarrer. Keine falschen Schlüsse ziehen, Rosshauptnerin. Haben Sie schon einen Verdacht? Verdacht, ja. Nein, ich weiß ja noch nicht einmal genau, was geschehen ist. Es wurde heute Nacht eingebrochen. Ins Pfarrhaus eingebrochen. Jetzt stellen Sie sich das mal vor. Hier? Ja, das hatten wir noch nie. Den letzten Einbruch hatten wir wann? Das war 82 bei der Fußball-WM Deutschland gegen Kamerun. Ja. Da wurde die Kasse im Hafenrestaurant gestohlen. Wer war das? Ja, der Täter läuft heute noch frei herum. Die Tür ist aber nicht beschädigt. Seien Sie sicher, dass sie eingebrochen worden ist? Ja, genau, Edeltraut. Bist du dir sicher, dass überhaupt eingebrochen wurde? Ja, ist doch alles durchgewühlt. Ich hatte es so nett gemacht für unseren neuen Herrn Pfarrer. Aber jetzt sieht es aus wie bei den Hottentotten. Nun gucken Sie bloß, Herr Pfarrer. Aufgeräumt wäre was anderes. Und, fehlt was? Fehlt was? Das ist ja das Eigenartige. Gar nichts. Aha. Dann, na bitte, Sie zuerst. Dann fehlt also nichts.
Und wenn nichts fehlt, dann... Hat der Täter das, was er gesucht hat, nicht gefunden? Nicht gefunden. Wahrscheinlich hat er auch einen Schlüssel gehabt. Ich hab ja hier alle drei bei mir. Apropos, ist gleich Ihre. Danke. Wir brauchen aber noch einen für die Rosshauptnerin. Oh. Bitte. Danke. Und was macht man in so einem Fall, Herr Kommissar? Protokoll? Genau, ein Tatortprotokoll. Fingerabdrücke, täterbezogene Spuren, tattypische Vorgehensweisen. Und Sie, Edeltraut, zeigen mir jetzt bitte schön das Pfarrhaus. Aber gerne, Herr Pfarrer. Ihre Haushälterin kommt nicht aus Hamburg, nicht? Wieso? Warum ist so im Namen? Die Rosshauptin habe ich aus Miesbach. Genau gesagt, da ist aus Berlin Moabit. Also. Das ist Ihr Schlafzimmer, Herr Pfarrer. Sagen Sie mal, Schwester Edeltraut, haben Sie eine Vorstellung, was der Einbrecher gesucht haben könnte? Ich habe keine Ahnung, Herr Pfarrer. Das ist Ihr Gästezimmer. Wir sind ja doch eine recht arme Gemeinde verglichen mit den Protestanten. Herr Pfarrer! Was ist Rosshauptnerin? Gemüsehobel, Saftpresse, Spargeltopf. Das ist alles hier. Keine Bratpfanne, kein Reindl, keine Geflügelschere. Na, wie soll ich denn da kochen? Ihr Vorgänger, der Pfarrer Polder, war Vegetarier. Ein Mann des Geistes, nicht des Fleisches. Drum liegt er mit Magendurchbruch im Koma. Rosshauptmann, kaufen Sie da ein paar Sachen, die Sie noch brauchen. So, ich bin jetzt also durch. Willst du Anzeige erstatten? Natürlich. Wegen Unbekannt. Unbekannt, ja. Yeah. Hoffentlich habe ich noch Formulare im Büro. Herr Geiger? Ja. Sie sind auch strafversetzt hierher, oder? Herr, sende mir Teppich, Strand oder Boxenluder. Und ich will standhaft bleiben und nicht klagen. Locke mich mit edlem Wein oder gar Tegernseer Bier und ich will meine Sinne nicht betäuben. Quäle mich mit dem Duft gekümmelten Schweinsbratens und ich werde fasten psalmodieren. Aber verschone mich bitte vor dilettantischen Hauptkommissaren, die meine kriminalistische Leidenschaft aufs Äußerste reizen. Bitte verschone mich. Oder willst du mich prüfen, ob ich den Verlockungen der Verbrechensbekämpfung widersagen kann? Wenn du allerdings möchtest, dass ich den Fall löse, dann gib mir ein Zeichen und ich werde mich deinem Willen beugen, wie einst dein Knecht Hiob. Amen. Das ist Gisela, die Gemeindestute. Und das ihr Dienstwagen, Scheunengepflegt. Was sagen Sie, Rosshauptnerin? PS in lebendiger Form? Ich habe einen Führerschein, keinen Veterinärpass. Den Dienstwagen müssen Sie schon selber fahren, Herr Pfarrer. Wo gehen Sie? Frühstück machen. Ah, recht. Kleine Übungsstunde, gefährlich, Herr Pfarrer. Sie müssen die Zügel hier zwischen Kleinen und Ringfinger durchziehen. Und dann beim Daumen, ja, wieder hochholen. So können Sie fein steuern. Was ist los? Ich hab doch gar nicht brrr gesagt. Ja, wenn Sie die Zügel zu fest ziehen, bleibt Gisela stehen. Aha. Hier. Gisela versteht kein Bayerisch. Sie müssen ho sagen. Ho. Und wenn es schneller gehen soll, dann schlagen Sie mit den Zügeln und schnalzen mit der Zunge. Ja, sehen Sie? Ja, genau so. Und halt heißt nicht brrr, sondern steh. So, jetzt freuen Sie sich beide mal ein bisschen an. Ich guck von der Düne aus zu. Was machen Sie? Ah. Sie können mich doch nicht im Stich lassen. Doch, doch. Ist ganz leicht, Sie werden schon sehen. Ah!
bleib stehen! Stopp! Bleib und steh! Ist Gisela denn schon wieder rostig? Was? Du sollst es nicht mehr zu halten, wenn Gisela rostig ist. Ah, und sie erst recht nicht. Der Ruf der Natur, verstehen Sie? Ich verstehe überhaupt nichts. Sie sind doch nicht der neue Pfarrer, oder? Doch, Guido Braun, grüß Gott. Dann können Sie den Ruf der Natur natürlich schlecht nachempfinden. Was machen Sie, dass Sie sich so in eine rostige Stute reinversetzen können? Maike Jessen, ich bin die Pastorin auf Nordersand. Durchschau hier. Also steht es jetzt 10:10? Oder wollen wir das Training durchgehen lassen? 10:10 für wen? Na, für die Lutheraner natürlich. Mit ihrem Vorgänger Polder habe ich jeden Sonntagmorgen vor der Messe ein Rennen ausgetragen. Wir haben 9:8 geführt und nachdem Zeus Gisela jetzt eine halbe Länge voraus war, steht es jetzt 10:8. Das konnte ich so nicht gelten lassen. Erstens ist nicht Sonntag und zweitens musste Gisela ja viel mehr ziehen als ihr Zeus. Sie müssen einen Sack Kartoffeln zuladen. So sind sie, die Papisten. Wo sie auftauchen, bestimmen sie die Spielregeln. Und ihr Lutheraner könnt es immer nur unfair gewinnen. Siehe Westfälischer Frieden. Okay, Herr Pfarrer. Am kommenden Sonntag, gleiche Stelle, ein Sack Kartoffeln. Na, erst übernächsten Sonntag, weil trainieren muss ich auch noch. Ihr wollt die alleinselig machende Kirche sein? Dann müssen Sie gegen eine Protestantin noch trainieren? Die einzigen Rennen, die ich je mitgemacht habe, waren Schafkopfrennen. Herr Pfarrer! Herr Pfarrer! Herr Pfarrer, haben Sie was getan? Nein, nichts, außer dass ich gegen eine Vertreterin des Wittenberger Thesenanschlägers verloren habe. Ihr im Norden seid ihr vielleicht die Mehreren, aber die Besseren seid ihr noch lange nicht deswegen. Aber vermutlich doch die Ärmeren. Zumindest wurde bei uns noch nicht eingebrochen. Edeltraud, halten Sie doch bitte die Gisela zurück, sonst geht bei meinem Pferd nicht weiter. Vormann zu, Maike! Schön, dass die katholische Kirche wieder mehr Gewicht auf Nordersand bekommt. Auf bald, Herr Pfarrer! Hoffe ich doch. Mehr Gewicht? Wie hast du das gemeint? Übertragen, Herr Pfarrer. Übertragen, ja. Nehmen Sie ihn zurück. Die Frau Grunewold hat doch die Messe bestellt. Jesus, ja. Wie muss man sagen, dass das Pferd läuft? Ho. 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 Sind die hier drin? Nein, Frau Roßhauptner. Die Hostien sind hier in dieser Schachtel. Und mehr als 10 brauchen wir nicht. Und der Messwein? Der Messwein steht schon an seinem Platz, Frau Roßhauptner. Guten Tag, Herr Pfarrer. Gut. Ich bin Helene Grunewold und das ist meine Pflegerin Maria Halmer. Guten Tag. Ach, Sie sind die Frau Grunewold, die heute früh die Messe bestellt hat? Für meinen Vater. Er ist heute vor 50 Jahren gestorben. Franz Xaver hat hier das Vogelschutzgebiet eingerichtet. Franz Xaver? Das hört sich aber nicht sehr nordisch an. Mein Vater stammte aus Bayern, aus Ruhpolding. Ich habe mir sagen lassen, Sie sind auch aus Bayern, Herr Pfarrer? Ja, das hört man vielleicht sogar. Ich bin aus Miersbach. Dann habe ich eine Bitte, die ich mir auch was kosten lassen würde. Dass wir uns in einem gleich einmal einig sind. Nicht jeder in Bayern ist bestechlich. Aber das Taufbecken hat Risse. Aber das Taufbecken hat Risse. Mein Vater war noch Katholik der alten Schule. Könnten Sie seine Messe auf Lateinisch lesen? Oder sind Sie des Lateinischen nicht mächtig? Ja, freilich bin ich des Lateinischen mächtig. Ich war in Ettal. Großes Latinum 1+. Ich habe damals todsündenmäßig geflucht, wo die lateinische Messe abgeschafft worden ist. Latein? Aber das können wir ja gar nicht. Okay, das bisschen Etcum Spirituatur werde ich doch noch zusammenbringen. Lateinische Messe mit Introitus, Kyrie Eleison, Gloria, Agnus Dei. Mensch, wo gibt's sowas heute noch? Ich danke Ihnen, Herr Pfarrer. Maria. Ach, ist das herrlich. Soll ich der Orgel ein Zeichen geben? Ein Zeichen. Die Orgel kriegt ein Signal. Also, auf geht's, Mädels. Introibo ad altare Dei. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Hallo Mütterchen, zur Kirche? Das ist immer noch meine Entscheidung. Nein, ich will zur Kirche gehen. Katholisch? Ja. Dachte ich's mir doch.
Betrachtet die Vögel des Himmels. Sie säen nicht und sie ernten nicht und der himmlische Vater ernährt sie doch. Was will uns Jesus damit sagen? Die Vögel können gar nicht säen. Wie sollen sie denn ernten können? Der stolze Adler in der Felswand oder der kleine Spatz in der Pfütze. Aber Gott hat sie erschaffen und deswegen ist er für sie verantwortlich und deswegen ernährt er sie auch. Wir Menschen, die Krone der Schöpfung, wir als Ebenbilder Gottes, vereinen das alles in uns, den stolzen Adler, den kleinen Spatz. Und jeden von uns ernährt der liebe Gott auf die jeweils eigene Weise. Und auch die Seele braucht Nahrung. Die eine ist bedürftiger, die andere weniger. Und als euer neuer Pfarrer will ich mich bemühen, Sorge zu tragen für eure Seelen, wie es Gott der Herr für die Vögel des Himmels tut. Getreu den Worten des Propheten Jeremia, der das sagt: Dein Wort ward mir Speise, so oft ich es empfing, und war mir Freude und Trost. Amen. Amen. Herr Pfarrer, ich wollte mich für Ihre überaus schöne Predigt bedanken, mit der Sie uns beglückt haben, nicht wahr? Ja, in der Tat. Und so kenntnisreich. Ach, darf danke, ich Ihnen, Herr Dr. Teusch, vorstellen, eine Kapazität auf dem Gebiet der Ornithologie. Sie scheinen ja auch ein Vogelkundler zu sein, Herr Pfarrer. Ach, ich liebe alle Geschöpfe des Herrn. Und das Gleichnis aus der Vogelwelt schien mir hier auf der Insel sehr angebracht zu sein, weil hier gibt es doch das große Vogelschutzgebiet, oder? Deshalb fühle ich mich als Werkzeug des Herrn, denn ich tue viel für die Vögel, nicht nur für die des Himmels allgemein, sondern vor allem für die des Watts. Frau Grunewold hat eine Stiftung gegründet, die Helene-Grunewold-Stiftung zur Erhaltung der Wattvögel. Das ist sehr lobenswert. Ach, sagen Sie, Herr Pfarrer, wie kommt es, dass unser Herrgott, der sowas Schönes wie den Sandregenpfeifer schuf, auch sowas Hässliches wie die Ratte machte? Die hässliche Ratte dient dem stolzen Adler zur Nahrung. Und so ist es einen Ungeziefer, dem anderen sein Leckerbissen. Und wir führen einen ständigen Kampf gegen diese Leckerbissen. Wollen Sie mich in meinem Haus besuchen und sich von der Schönheit dieser Ratten überzeugen? Sehr gerne, Frau Grunewold. Dann darf ich mich auf Ihren Besuch freuen. Maria? Danke. Armin! Armin! Armin? Armin, was tauchst du denn hier auf? Bist narrisch geworden. Wieso denn, Herr Pfarrer? Bist du aus dem Gefängnis ausgerissen? Nein, ich bin noch nicht ausgerissen. Die haben mich entlassen. Ich bin frei. Wegen ihrer eidesstattlichen Erklärung bin ich jetzt frei. Armin, Gott sei Dank. Hast du irgendwelche Auflagen? Naja, Bewährungshelfer. Ich brauche nur einen Bewährungshelfer. Ach, und du hast an mich gedacht? Ja, ich kenne ja sonst keinen. Also, von den Guten meine ich. Ja, Armin, du warst in Fuhlsbüttel mein bester Ministrant. Bringt mir nicht viel, vor allem draußen nicht. Na, na, pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Mach du meinen Mesner und ich mach dir einen Bewährungshelfer. Für wie viel? Ja, Mesner Tariflohn, Kost und Logis frei, okay? Und was ist das Jobprofil? Jobprofil? So schnacken die im Arbeitsamt. Jobprofil. Gut, also pass auf, Jobprofil Mesner. Ministrieren, Glockenläuten, Kirche auf- und zusperren und katholischen Fuhrpark in Schwung halten. Alles klar. Noch eins, Armin. In der Küche bestimme ich. Alles klar. Er ist zwar bloß ein Mann, aber gib ihm eine Chance, Rosshauptnerin. Was kannst du? Küchenmäßig? Kartoffeln schälen, habe ich beim Bund gelernt und mich in Santa Fe weitergebildet. Hier. Es gibt Kartoffelknödel heute Abend. Ah, der Turm. Turm von A8 auf B8, hast du ein Schachbuch gekauft?
Du, Ingolf, ihr braucht den juristischen Rat. Ich habe hier Gerichtspost adressiert an den Pfarrer Polder. Darf ich die öffnen, indem dass der Pfarrer Polder im Koma liegt? Auch nur unter Zeugen. Ach, und eine Amtsperson muss dabei sein. Naja, das ist kein Problem. Vor einigen Jahren bin ich von Berlin nach Bayern, wegen der Berge. Und da war da so ein Sägewerksbesitzer, Corbinian Rosshauptner. Liebe auf den ersten Blick? Naja, aber der zweite galt schon eher seinem schönen großen Haus. Man war ja arm in Moabit. Und da haben Sie ihn geheiratet. Bin sogar Katholikin seinetwegen geworden. Konnte ja nicht an, dass die Katholiken so zuschlagen können. Da, guck mal. Da hat er versucht, mit einem Holzscheit mir den Schädel einzu... Hat aber nicht getroffen, weil sein Nasenbein zerbrochen war. Sie haben Ihrem eigenen Mann? Schwamm drüber. So arm ihn kommen, sie brauchte. Braucht ihr als Zeuge. Zeuge? Du bist der Zeuge, ich bin die Amtsperson. Schau, dieses Kuvert ist verschlossen, oder? Okay. Das mache ich jetzt auf. Okay. Da liest vor. Gerichtspapiere? Na, da bin ich aber nicht so gut drin. Jetzt lies. Sehr geehrter Pfarrer Polder, wir freuen uns, Ihnen hiermit die Bestätigung der Mitgliedschaft im Stiftungsrat der Helene-Gronewold-Stiftung übermitteln zu können. Wer ist denn die Gronewold? Lies weiter. Wie Sie den beiliegenden Auszug aus der Gründungsurkunde entnehmen können, beträgt das Stiftungsvermögen 800.000 Euro. Amen. 800.000 Euro in Form von Grundstücken und festverzinslichen Wertpapieren. Verzinslich. Entschuldigung. Festverzinslichen Wertpapieren. Ebenfalls ausgewiesen ist der Zweck der Stiftung, die Erforschung und der Schutz von Wattvögeln auf der Insel Nordersand. Ich freue mich auf eine gedeihliche Zusammenarbeit mit freundlichen Grüßen. Na, das kann ich nicht lesen. Sag her. Professor Dr. Hermann Teusch, Ornithologe, Vorsitzender des Stiftungsrates. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie erben. Wattvogel müsste man sein da herum. 800.000 Euro. Amen, du bist auf Bewährung heraußen. Was wollen denn die Vögel mit dem ganzen Schotter? Früher haben die alten Damen alles der Kirche vermacht. Heute kriegen's die Hauskatzen, die Wale oder die Wattvögel. Was für weit leben wir eigentlich? Hey, was macht der mit der Dame? Sieht der meinen Bauern nicht? Die Dame lebt nicht mehr lang, die schlage ich gleich. Ah, Edeltraut, Sie sind's. Was gibt's? Ja, wir kommen sofort. Armin, anspannen. Ja, und das Essen? Warum halt, Rosshauptnerin? Wohin geht's eigentlich? Dahin, wo das Licht brennt. Die Edeltraut sagt, wenn auf Nordersand, wo um diese Zeit ein Licht brennt, dann nur da, wo was passiert ist. Was ist passiert? Die edle Stifterin, die Frau Gronewold, schickt sich an, das irdische Tal der Leiden zu verlassen. Was? Die ist am Abnippeln, wenn du das besser verstehst. Und der Schotter? Amen. Was machen Sie eigentlich hier, Schwester Edeltraut? Ich habe heute die Nachtschicht bei Frau Gronewold. Maria Halmer und ich, wir lösen uns in der Betreuung ab. Ist wirklich so ernst? Heute früh war sie ja noch ganz vital. Jedenfalls hat sie nach ihm verlangt. Ach, Herr Pfarrer, gut, dass Sie da sind. Schauen Sie mal, wer da kommt. Guten Abend, Herr Pfarrer. Sehen Sie, wie schnell das gehen kann? Um ein Haar wäre ich ohne die Sterbesakramente. Gott urteilt uns nach unseren Taten, nicht nach den empfangenen Sakramenten. Aber Sie erleichtern das Gehen. Wir warten dann draußen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sehen Sie, Herr Doktor, alles homöopathisch. Der übliche Cocktail. Und wann haben Sie Frau Halmer abgelöst? Nur wie immer so, gegen 14 Uhr. Tja, sie wird doch hoffentlich nicht von uns gehen. Wir brauchen sie heute noch so dringend. Tja.
Sie schläft jetzt, Edeltraud. Schauen Sie ein bisschen nach dem Rechten. Danke, dass Sie gekommen sind, Herr Pfarrer. Was ist los? Eine Ratte. Ratten. Das ganze Haus ist voll davon. Was ist denn, Edeltraud? Ich komme. Wenn man das Elend des Todes so miterlebt, dann möchte man fast religiös werden. Dann ist es zu spät, Dr. Teusch. Der Glaube ist kein Fallschirm für den Sturz ins Jenseitige. Ich weiß gar nicht, wo bei Ihnen das Problem liegt. Sie waren doch halt in der Kirche. Auf Bitten von Frau Grunewald. Als Wissenschaftler bin ich Agnostiker. Ja, nichts gewiss weiß man nicht, gell? Warum unternimmt man nichts gegen die Ratten? Schon, aber es scheint nichts zu helfen. Dieses Elend, wenn Leben sich auflöst. Als ich erfuhr, wie es unserer lieben Frau Grunewald geht, da bin ich natürlich sofort hierher geeilt. Sie scheint ja in ihrem Glauben Halt zu finden. So ist es. Was mich betrifft, da halte ich es lieber mit Goethe. Es kann die Spur von unseren Erdentagen nicht in Äonen untergehen. Aber so ganz ohne Spuren von dieser Erde zu verschwinden, tja. Ja, Herr Dr. Teusch, so schlimm ist es auch nicht, weil die Frau Grunewald hinterlässt schon eine Spur. Ach ja? Ja, die Wattvogelstiftung zum Beispiel, wo Sie ja Vorsitzender sind. Ach ja, eine kleine Spur in Sand, bevor der Wind darüber weht. Ist besser wie gar nichts. Ich bringe Sie noch hinaus, Herr Pfarrer. Danke. Wissen Sie, die wahre Unsterblichkeit liegt doch in unseren Kindern. Diese Art des Spurenlegens ist mir von Amts wegen untersagt. Ja, ich habe mich auch selber dazu nie aufraffen können, leider. Und die arme Frau Grunewald auch nicht. Ach, es gibt keine Erben? Nein. Das ist ja praktisch für die Stiftung. Wir wünschen uns eher ein langes Leben für unsere Stifterin. Sie bleiben noch ein bisschen bei ihr? Ja, zusammen mit Schwester Edeltraud. Nacht, Herr Doktor. Gute Nacht, Herr Braun. So, Amen. Amen. Wer war das denn eben? Der Ornithologe, der Wattvogelforscher. Wattvogelforscher? Warum fragst du? Ach, nur so. Spürst auch, dass da was nicht stimmt, oder? Naja, aber ich bin bloß ein Krimineller, kein Kriminaler. Weiß Gott. Was soll denn da nicht stimmen? Sie sind doch ein Mann des Glaubens, Herr Pfarrer. Und dann so viele Zweifel. Der Glaube, Rosshauptnerin, bezieht sich auf das Jenseitige. Der Zweifel auf das Irdische. Und da hat seit der Vertreibung aus dem Paradies nichts mehr gestimmt. Aber Sie sind fürs Jenseits zuständig. Fürs Diesseits ist die Polizei da. Und deswegen stimmt's hier nicht, stimmt's? Stimmt. Ach. Moment, Rosshauptnerin. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dir sei, o Herr, für Speis und Trank, für alles Gute, Lob und Dank. Der Tag hat viel Wirren uns gebracht. Ich bitte um eine ruhige Nacht. Amen. Amen. Okay. Ihr betet nach dem Essen? Ja, auf Befehl der Frau Rosshauptner, weil die sagt, wenn man vor dem Essen betet, dass man Angst hat, dass es nicht schmeckt. Und jetzt, Rosshauptnerin? Ich weiß. Was ist das? Eine Zither. Kenn ich nicht. Die bayerische Version der himmlischen Leier. Und gespielt wird sie mit dem Finger, der beim Oberbayer dank permanenten Geldzählens am ausgeprägtesten und am gelenkigsten ist, mit dem Daumen. Bringen, wenn das Kind bei der Taufe schreit. Verwechseln Sie nicht Glaube mit Aberglaube, Herr Reetz. Da hat die Pastoren aber auch recht, Heiko. Wollen wir ein Foto noch machen? Ja. Steh!
schreit, so heißt es nichts anderes, als dass es Hunger hat, oder? Wir doch alle, oder? Meine, hätte ich es vergessen, Frau Jessen. Mhm. In 20 Minuten gibt es im Krug das Tauffrühstück. Ja. Sie kommen doch mit, oder? Ja, entschuldigen Sie mich bitte einen Moment. Ja, grüß Gott, mein Name ist Guido Braun. Ich bin der Pfarrer von Nordersand, der Nachfolger vom Pfarrer Polder, der bei Ihnen liegt. Genau, im Koma. Das darf mich interessieren, wie lange dauert denn das Koma noch? Was meinen Sie? Aha, das liegt in Gottes Hand. Dann ist es eh meine Zuständigkeit. Ja, ich schließe nicht an in meine Fürbitten ein, aber da müsst die Ärzte auch ein bisschen was tun. Ich hätte ein paar sehr wichtige Fragen an ihn. Was? Keine Chance. Na gut, dann kann man nichts machen. Schönen Dank, wiederhören. Man soll beim Frühstück nicht arbeiten. Halt! Sagen Sie mir, Rosshabnerin, wo haben Sie diese hervorragenden Weißwürste auf der Insel? Hier gibt's Mangos aus Brasilien und Papayas aus Thailand. Wieso soll es da keine Weißwürste aus Bayern geben? Ja, weil Weißwürste nicht reisen dürfen. Pfarrer Braun? Guten Morgen, Herr Pfarrer. Der Herrgott hat es sich anders überlegt. Was sagen Sie dazu? Frau Kronewold, Sie klingen ja wie neu geboren. Gott bewahre, nee. Aber es hat sicherlich was zu bedeuten, dass ich dem Tod noch mal von der Schippe gesprungen bin. Und ich weiß auch schon was. Ja, nichts im Leben geschieht ohne Sinn. Na, da habe ich so meine Zweifel. Ich muss dringend etwas mit Ihnen besprechen. Können wir uns treffen? Natürlich komme ich bei Ihnen vorbei. Nein, nicht bei mir. Kommen Sie bitte zur Aussichtsplattform vom Vogelschutzgebiet an der Bill. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Sie wissen, wo das ist? Ja, ihr werdet schon finden. Wenn nicht ich, dann die Gisela. Würden Sie mich raus zur Bill bringen, Liebes? Natürlich. Dann müssen wir uns aber was Warmes anziehen. Ich hol mal Ihren Mantel. Gut. Armin! Armin! Wo ist denn der Bursch? Armin! Professionelles Wagenrennen, Herr Pfarrer. Der Armin, Ben Hur. Ich wollte bloß die Gisela am Strand auslaufen lassen. Da kam plötzlich von hinten. Ich kenne die Tricks der Frau Pastorin. Was machst du überhaupt in der Kutsche da drüben? Was mischen Sie sich denn da eigentlich ein? Immerhin ist der Armin mein Messner. Ihr Messdiener? Und nebenbei bin ich ein Bewährungshelfer. Du bist ein Krimineller. Naja, im Hause des Herrn ist 100-mal mehr Freude über einen reuigen Sünder als über 1000 Gerechte. Dann lass es mir die Freude. Armin, jetzt komm rüber, steh! Oh. Aber Maike wollte mir noch... Später vielleicht. Jetzt komm, ich brauch dich. Wir trainieren wieder, ja? Okay, morgen. Bis morgen. Seid's jetzt schon per Du, bist jetzt ganz narrisch geworden. Oh, was für ein Teil. Das Teil ist die evangelische Pastorin. Und du bleibst schick, heusch und katholisch. Sehen Sie? Und der Herr ernährt sie doch. Wissen Sie wie? Wie? Indem er sowas wie mich geschaffen hat. Und meinen begüterten Mann früh hat sterben lassen. Sie wollen in allen Ernstes behaupten, dass der Herr Ihren Mann so früh geholt hat wegen der Wattvögel? Na, ich hoffe doch. Da hat der Kerl wenigstens noch zu was getaugt. Friede seiner Asche. Und Dank seiner Asche. Dank seiner Asche? Wie meinen Sie das? Sagen doch die Verbrecher zu Geld Asche, oder? Ach so, naja, wie soll einer wie ich sowas wissen?
Ich habe kürzlich gelesen, dass die katholische Kirche das reichste Unternehmen Deutschlands ist. Ja, der Stern von Bethlehem erstrahlt eben heller als der Stern von Stuttgart. Eben. Und darum möchte ich Sie fragen, Pfarrer Braun, würden Sie denn den Sitz im Vorstand meiner Stiftung einnehmen, der Ihrem Vorgänger, Pfarrer Polder, zugedacht war? Das ist eine große Ehre, Frau Grunewald. Und würden Sie aus erwähnten Gründen auch die finanzielle Verantwortung für die Stiftung übernehmen? Natürlich ausgestattet mit all den dazu nötigen Vollmachten. Gibt's denn da keinen geeigneteren? Naja, das hatte ja bisher Dr. Teusch übernommen. Aber der gute Mann ist ein etwas, wie soll ich sagen, weltfremder Fachidiot. Da ist ein Mann der Kirche schon kompetenter. Nicht, Maria? Unbedingt. Ich bin solch hohe Summen aber nicht gewöhnt. Die bewegen mich mehr im Klingelbeutelniveau. Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie einer alten Frau eine Bitte abschlagen, Hochwürden. Ich tue es für die Geschöpfe des Herrn. Und natürlich für eine üppige Aufwandsentschädigung. So, Maria, jetzt rollen Sie mich nach Hause. Ich habe noch einiges zu tun. Ich werde alle nötigen Unterlagen vorbereiten lassen. Und wenn es soweit ist, muss ich Ihnen eh noch einiges erzählen. Gott behüte Sie und erhalte Ihnen Ihre Lebendigkeit. Sagen Sie mal, kann das stimmen, dass Sie die Sakramente verwechselt haben und mir statt der letzten Ölung die Taufe verpasst haben? Gott zum Gruß, Herr Doktor. Tag, Herr Pfarrer. Sie kommen doch nicht etwa in schwere Mission von unserer lieben Grunewald. Himmels Willen, nein, aber wollen Sie sie besuchen? Nein, ich bin auf Erkundung. Ich beobachte seit 2 Wochen ein Pärchen Bekassinen, das sich neu hier niedergelassen hat. Die Kleinen müssen bald schlüpfen. Jetzt im Frühherbst? Bekassinen sind Spätbrüder. Das macht sie so rar. Ja, dann viel Erfolg. Also, Herr Doktor. Komm, Gisela. Und Sie müssen wieder zurück in Ihre Kirche. Ja, Beichtstunde. Apropos Kirche. Herr Pfarrer, ist das wahr, dass alte Damen, je älter sie werden, umso häufiger zur Beichte gehen? Aber nicht, weil sie so viel sündigen, sondern weil sie über die Sünden reden wollen, über die Lässlichen und die ganz Lässlichen. Ja, und unsere liebe Frau Grunewald? Die kommt immer zum Beichten, weil in dem Alter kann man gewisse Sünden gar nicht mehr begehen. Also. Also. Glaubst du das mit dem, was nicht stimmt? Mit wem? Mit dem Dr. Teusch. Welchen Teusch? Um Himmels Willen. Mit der Frau Grunewald ist was passiert. Edeltraut, die mich ablösen wollte, vom Einkaufen gekommen. Da lag sie so da, leblos. Guten Tag, Herr Pfarrer. Dr. Riefeld. Guten Tag, Doktor. Sie kommen leider zu spät. Die Frau Grunewald war wohl vorbereitet. Aber was ist denn gestorben? Sie ist verblutet. Was, sieht überhaupt kein Blut? Ich meine innere Blutungen. Und seit ihrem Schlaganfall vor 1/2 Jahr musste Frau Grunewald Koagulationshammer nehmen. Was ist das? Sie verringern die Blutgerinnung und vermeiden so Thrombosen und Embolien. Können solche Blutungen auch hervorgerufen werden, wenn man
aus Versehen zu viel nimmt. Eine Übermedikamentierung, Herr Pfarrer, ist völlig ausgeschlossen. Ich habe über die Koagulationshemmer ganz genau Buch geführt. Und Herr Dr. Rehfeld hat auch immer nur eine Packung verschrieben. Ja, Sie wissen, wie eigenartig alte Menschen manchmal sind. Ja, das stimmt. Könnte es sein, dass die Frau Grunewald Tabletten gehortet hat? Auf keinen Fall. Die Dorfapotheke führt diese Medikamente nur auf Bestellung. Ansonsten sind sie nur in der Klinikapotheke des Seniorenheims vorrätig. Und die wird ständig von mir überprüft. Sie verhören mich ja wie ein Kommissar, Herr Pfarrer. Ich tue nur meine Pflicht, Herr Doktor, weil wir Katholiken haben im christlichen Begräbnis von Selbstmördern so unsere Schwierigkeiten manchmal. Und da möchte ich ganz sicher gehen. Keine Sorge. Frau Grunewald scheint gefallen zu sein, als Sie, aus welchen Gründen auch immer, versuchte, aus dem Rollstuhl aufzustehen. Dabei hat sie sich vermutlich eine innere Verletzung zugezogen, die stark blutete und nicht mehr gestillt werden konnte. Können wir jetzt? Herr Doktor, es sieht so aus, als hätte die Frau Grunewald zum Telefon gewollt. Ja, sie wollte sicherlich um Hilfe rufen, was sie ein möglicher Selbstmörder kaum tun würde. Wenn Sie rechtzeitig Vitamin K spritzen, werden die Blutungen gestillt. Warum ist sie nicht mit dem Rollstuhl zum Telefon gefahren? Sie hat immer mal wieder versucht, ein paar Schritte alleine zu machen. Und als Sie ihr sagten, sie sei wie neugeboren, da hat sie sich wahrscheinlich überschätzt. Was ist das jetzt, Sie schuld bin? Natürlich nicht, Herr Pfarrer. Nein, es war ein Unfall. Ein schrecklicher Unfall. Können wir jetzt? Bitte. Einen Moment noch. Ich will sie noch einmal sehen. Kommen Sie so plötzlich her, Herr Dr. Teusch? Maria, Frau Halmer hat mich benachrichtigt. Da musste ich doch kommen und unserer Gönnerin zum Abschied noch mal die Hand drücken. Ein schwerer Verlust. Für uns und für die ganze Insel. Autopsie? Ich denke nicht nötig, der Fall ist klar. Ich stelle dann den Totenschein aus. Mein Beileid. Nein, nicht schon wieder. Das ist ein Schnupftabak und kein Kokain. Ja, und Sie sind der Pfarrer Braun und nicht Sherlock Holmes, der jedes Mal Kokain nehmen musste, wenn er einen Fall lösen wollte. Darum nehme ich Ihren Schmeitzler. Aber Sie haben keinen Fall, oder? Wie kommen Sie da drauf? Na, jedes Mal, wenn Sie dieses Zeug da nehmen, dann sind Sie irgendeiner Sache auf der Spur. Was habt ihr denn? Gut kombiniert. Nehmen Sie mal Platz. Der Sherlock Holmes hat seinen Dr. Watson. Und ich habe meine Rosshauptnerin. Und jetzt stellt sich die Frage, cui bono? Was? Cui bono, die Frage aller Fragen. Das ist lateinisch und heißt, wem nützt es? Also, Herr Pfarrer, jedes Mal, wenn Sie irgendeinem Fall auf der Spur waren, sind wir versetzt worden. Ich habe hier noch nicht mal meine Koffer ausgepackt. Die Grunewald stirbt kurz bevor ich in den Stiftungsrat eintreten soll. Da hat jemand was dagegen gehabt. Wer ist denn da sonst noch drin in diesem Stiftungsrat? Sagen wir gleich, schauen wir gleich noch. Wenn ich Sie nicht hätte. Da haben wir den Hermann Teusch, das ist der Ornithologe. Die Maria Halmer, das ist die Altenpflegerin von der Frau Grunewald. Und ein gewisser Pensionist namens Reinhold Gürtler. Den kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht, das ist der große Unbekannte. Ach, bitte, Herr Pfarrer, lassen Sie ihn unbekannt. Die Frau Grunewald wurde fast vor meinen Augen ermordet. Ich weiß bloß nicht, wie. Es sollte wie ein Unfall aussehen. Vielleicht war es ja wirklich einer. Der Arzt stellt den Totenschein aus. Die Beteiligten vergießen einige Krokodilstränen und ich soll das alles hinnehmen. Ich frage mich wirklich manchmal, warum mir das Verbrechen immer auf den Fuß folgt. Wenn aber der Herr mich immer dorthin schickt, wo es ein Verbrechen gibt, das nur ich lösen kann, was dann? Was dann? Ja, da müssen wir den Willen des Herrn erfüllen und ihm folgen. Aber wenn es nun doch einer von denen war, dann kriegen die das doch mit, wenn sie da so rumermitteln. Da haben Sie recht, Rosshauptnerin. Und deswegen werden Sie für mich ausfindig machen, wer dieser Pensionist Gürtler ist. Ich? Na, wieso denn ich? Weil es der Wille des Herrn ist. Und vor allem,
weil es mein Wille ist. Gleicher Abstand. Ich lese noch mal vor, Papa. Also, zwei Rechtecke sind so ineinander verschachtelt, dass das Innere halb so groß ist wie das Äußere. Störe ich? Nein, nein. Da kommen Sie in einer dienstlichen Angelegenheit. Sozusagen. Mach deine Hausaufgaben draußen. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß? Dann fragst du mich. Okay. Apropos nicht mehr weiter wissen, in Sachen Pfarrhaus, Einbruch im Pfarrhaus. Bin ich noch am Ermitteln. Haben wir schon Zwischenergebnisse? Die kann ich Ihnen leider bei laufenden Ermittlungen nicht mitteilen. Haben Sie einen Verdacht? Die Anzeige lautet gegen unbekannt. Das ist der Stand der Ermittlung. Sagen Sie mal, Herr Kommissar Geiger, wie gefällt es Ihrer Frau hier auf der Insel? Wie kommen Sie denn darauf? Die langweilt sich doch zu Tode, oder? Gudrun hat mich... hat uns verlassen. Wann? 2 Monate nach meiner... Strafversetzung? Strafversetzung. Sie würden gern von dieser Insel weg, oder? Ja, lieber heute als morgen. Ich hätte da einen Tipp für Sie, wie Sie hier wegkommen. Ja? Sie müssen sich unmöglich machen. Nein, nein, deswegen bin ich ja hier. Nein, im Übereifer unmöglich. Sie müssen sich im Übereifer unmöglich machen. So geht's. Und wie? Ja, Sie müssen absurd ermitteln, sinnlose Kosten verursachen. Zack, holen wir Sie von der Insel weg. Ja, ist das denn erlaubt? Bitte, Papa, tu's. Ich will weg von hier. Verzieh dich. Als alleinerziehender Vater tragen Sie Ihrem Sohn gegenüber eine sehr große Verantwortung. Was soll ich tun? Beantragen Sie Autopsie für die Frau Kronewold. Was Absurdes gibt's gar nicht. Autopsie für eine Frau, die des natürlichen Todes gestorben ist. Ich glaube. Das mit dem Glauben überlassen Sie mir. Sie nehmen jetzt das richtige Formular und beantragen die Autopsie. Und das Festland hat sie wieder. Wie schreibt man Autopsie? Vorne Auto, hinten Psi. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich etwas für Sie tun? Ja, mein Name ist Marianne Gürtler. Ich würde gerne zu meinem Onkel. Herr Gürtler? Sie sind doch Herr Gürtler. Sie haben es also herausgefunden. Naja, die Schwester. Die Schwester hat keine Ahnung. Wie sind Sie mir draufgekommen? Auf was? Keine Fangfragen. Ich hab's gewusst. Eines Tages kommen Sie dir drauf. Ja. Und jetzt ist passiert. Sind Sie von denen oder sind Sie von uns? Von uns, Herr Gürtler. Aber Sie haben denen nicht gesagt, dass ich die Mücke mache. Die Mücke? Ah, jetzt weiß ich. Sie haben mein Buch gefunden, Portugiesisch für Anfänger, stimmt's? Portugiesisch? Ja. Rio, Sao, Pelé. Am Zuckerhut ist's Portugiesisch. Haben Sie eine Ziggi? Eine Ziggi? Ah, Schmauch, Schmauch. Ich rauche nicht. Ich aber. Wenn Sie die Vögel so lieben, dann müssten Sie doch eigentlich sagen, eine Schwalbe machen. Die haben Ihnen gesagt, ich liebe die Vögel? Ja, das haben die gesagt. Eine Falle. Alles eine Falle, eine Schwalbe machen. Ha! Ich lass mich nicht verkackeiern. Haben Sie die 80 Millimarker mit? Die Mark gibt's nicht mehr. Was? Ja, die heißen jetzt Euro. Das ist es. Die D-Mark gibt's nicht mehr, die heißen jetzt Euro. Wie heißen die beim nächsten Mal? Afro? Blanco? Oder Tango? Und sagen Sie ihm, entweder ich in Ipanema oder er im Knast.
Und wenn die in Ipanema mit Gummibärchen bezahlen, dann will ich 80 Mille Gummibärchen. Ich werd's ausrichten. Maria! Maria! Ach, es ist... Alles in Ordnung? Ach, es ist ein absoluter Schwachsinn. Du bist raus. Was denn? Dein Werkzeug, aber Dalli. Was wollen Sie denn damit? Wenn ich jetzt das Schloss aufmachen möchte, was muss ich da theoretisch machen? Sie wollen hier einbrechen? Theoretisch schon, fliegst du noch mal. Das ist ein altes Sicherheitsschloss, das geht schon durch Anpusten auf. Ja, dann zeig mir's. Ich kann doch meinem Pfarrer nicht... Nur dem, alles andere ist kriminell, also zeig. Den Stift schieben Sie vorsichtig hier oben rein. Dieser Kantfeder stecken Sie hier unten rein und drehen die dann nach rechts. Prima. Herr Pfarrer, ich habe noch Bewährung. Na, du hast dich bewährt. Die Wege des Herrn sind unerforschlich. Manchmal muss er das Böse tun, um das Gute zu erreichen. Und wenn jemand kommt, dann pfeifst. Alles klar. Los, wer kommt? Ich hab nur probiert, ob ich's noch kann. Depp. Braun? Himmelrat. Ah, Eminenz, was gibt's? Was ist denn, mein lieber Guido? Störe ich? Nein, überhaupt nicht, um was geht's? Ja, um Gottes Willen, wo sind Sie denn? Ich bin unterwegs, einfach nur unterwegs. Habe wieder was ausgefressen. Sie kommen aber schnell auf den Punkt. Ja, bei diesen Handykosten, meine Zeit haben wir nur im Jenseits. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie auf Nordersand die Messe in lateinischer Sprache abhalten. Das ist richtig. Es war auf Wunsch eines älteren Gemeindemitgliedes. Seit wann zählt in unserer Kirche der Wille eines Gemeindemitgliedes in lateinischer Sprache? Guido, wir können doch nicht in das Zweite Vatikanische Konzil zurückfallen. Ja, ich weiß, das schmerzt gerade einen Bayern. Ja, aber das war mit einem größeren Scheck verbunden für die Restaurierung unseres alten Taufbeckens. Das war, wie soll ich sagen, tätiger christlicher Denkmalschutz. Verstehen Sie, Eminenz? Dann sei Ihnen verziehen. Und sonst? Und sonst? Irgendwelche Verbrechen in der Gegend? Hier? Überhaupt keine. Vollkommen friedliche Gegend. Hier liegt der Löwe neben dem Lamm. Ist das auch wahr? Ja, ich war selber ganz verwundert, Eminenz. Sein Bischof belügen ist keine lässliche Sünde. Das wissen Sie. Deswegen, Eminenz, möchte ich jetzt sofort der Telefonbeichte bei Ihnen ablegen. So etwas gibt es nicht. Doch, in Notfällen schon, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das müssen Sie aber wissen. Na gut. Was ist denn deine Sünde, mein Sohn? Ich habe meinen Bischof belogen. Ich bin kurz davor, ein Verbrechen aufzuklären, von dem keiner weiß, dass es eins ist. Guido! Sie lassen sofort die Finger davon. Das Beichtgeheimnis gilt unabhängig von der Absolution, um die ich Sie übrigens jetzt bitte. Erteilt. Gegen einen bayerischen Katholiken kommt man nicht an. Ja, mei. Wir waren ja schon christianisiert, da habt ihr dem Wotan noch Torffeuer entzündet. Darf ich jetzt bei Ihnen die Beichte abnehmen, Eminenz? Wieso?
wegen Nichtbezahlens von Wettschulden. Und das ist bei Ihnen, wie ich weiß, eine unerlässliche Sünde. Ihre Post, Herr Pfarrer. Vom bischöflichen Ordinariat. Wieso schicken die denn Wein? Das ist Beichtgeheimnis, Großhauptnerin. Da, schau her. Also das mit dem Einbruchswerkzeug, Herr Pfarrer. Amen. Welche Summe hat denn der Alte in dem Seniorenheim genannt? 80.000, sagt die Großhauptnerin. 80.000 Euro, genau wie es da herin steht. Wo drin? In den Ausführungsbestimmungen zum Stiftungsvertrag. Der habe ich mal schicken lassen, vom Landgericht Aurich. Und hier heißt es, im Falle des Ablebens der Stiftungsdonatorin oder anderweitiger demenzieller Defekte ist der Stiftungsrat... Deutsch bitte, Herr Pfarrer, Deutsch. Auf Deutsch heißt es, wenn die Frau Grunewald stirbt, darf der Stiftungsrat, also der Herr Dr. Teusch, nur bei Einstimmigkeit über das Stiftungsvermögen verfügen. Außer bei Ausgaben, die die Summe von 80.000 Euro nicht überschreiten, sind Zahlungen auch ohne Beschluss erlaubt. Ja und? Ja und, wer ist denn dieser Stiftungsrat? Wer ist denn es, nachdem ich da nicht rein darf, weil die Frau Grunewald vor Ableistung ihrer Unterschrift verstorben ist? Der Teusch, Maria Heimer und der wahnsinnige Alte. Genau, der wahnsinnige Alte, der nach Rio will, was ihm nicht zu verdenken ist. Und dem hat man, nehme ich an, 80.000 Euro versprochen für den Fall, dass er Einstimmigkeit herstellt. Einstimmigkeit wofür? Na, was weiß ich, Einstimmigkeit für die Transferierung des Stiftungsvermögens auf ein Nummernkonto der Kantonalbank St. Moritz zur Erforschung der Oberengadiner Bergdolen oder auf die Bahamas zum Studium des Balzverhaltens der Albatrosse. Die Frau Grunewald wird umgebracht, das Stiftungsvermögen kassiert ganz legal und alles unter meinen Augen, das ist unglaublich. Kann ich jetzt mein Werkzeug wieder haben? Hab ich das? Ja. Brauchst du es wieder? Nein, aber das ist alles, was ich hab. Lässt die Lutheranin nicht mehr rein sonst? Doch, doch. Die Somateria molissima. Was? Die Uferschnepfe. Die Somateria. Oh ja, richtig, da, ja. Und ganz besonders schöne Exemplare. Hat auch der Herr gemacht. Naja, Sie wissen ja, ich bin ein unverbesserlicher. Das ist ein Mann, der sich sagt, nichts gewiss weiß man nicht, oder? Und je weiter ich forsche, desto weiter entferne ich mich von Gott, glauben Sie mir. Weil wenn ich ihn gebe, dann hätte er doch was Sinnvolles draus gemacht. Das hier ist ja alles vollkommen sinnlos. Vielleicht erkennen Sie den Sinn bloß nicht. In diesem Falle sehe ich eher Sinnliches. In welchem Falle? Ja, sehen Sie es nicht? Ich kann nichts erkennen, vielleicht liegt es am Glas. Geben Sie mal das Ihre, bittchen. Bitte? Danke. Es liegt nicht am Glas, Herr Pfarrer. Es liegt eher an Ihrem Willen zur Wahrnehmung. Jetzt muss ich es sagen, sehe ich es auch. Ja, und? Macht das Sinn? Hat das auch Ihr Herrgott so eingerichtet? Es gibt ja auch noch den Satan und der liegt nicht auf der faulen Haut. Irgendwo auf der Welt, Herr Dr. Teusch. Geben Sie bitte mein Glas wieder. Danke. Fahrer. Eine Handverletzung. Wieso? Weil Sie nicht anklopfen. Ich bin Kriminalkommissar, ich klopfe nie. Bin ich verdächtig? Ja, wer ist denn? Ist ja nichts los. Nein, ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass ich Ihrem Rat gefolgt bin. Autopsie?
Ja, 2730 Euro. Respekt und? Was und? Ergebnis. Ergebnis, ja. Alles im grünen Bereich. Kein Hinweis auf Fremdeinwirkung. Speiseröhrenabriss mit inneren Verblutung, schwere Bronchitis. Kein Fall, aber hohe Kosten. Müsste doch reichen für eine Versetzung, was meinen Sie? Können wir mal sehen? Ja, können Sie behalten. Kein Fall, kein Bericht. Jetzt habe ich die. Wo bleibt denn wieder der Armin? Armin! Gelobt sei der Herr. Der Herr oder die Dame? Willst du vielleicht beichten? Wollen wir nicht noch ein bisschen damit warten? Ist er sich rentiert, oder? Aber es gibt keine Absolution auf Sammelbestellung. Wir haben heute einen Tag der Freude. Wir haben den Herrn zu danken. Wir nehmen Mozart, Krönungsmesse und Weihrauch. Weihrauch, den Geruch habe ich schon vermisst. Wo steht denn das Fass? Ja, der muss in dem Schrank sein. Schauen wir noch. Ah, da ist es. Was haben wir denn hier? Hallo, Schwester. Na, da kriege ich aber feuchte Finger. Ein Safe. Wahrscheinlich genau das, was in der Nacht der Einbrecher im Pfarrhaus gesucht hat. Jetzt können wir nur hoffen, dass der Pfarrer Polder bald aus seinem Koma erwacht. Das dauert doch viel zu lang. Also ich könnte das schneller. Wie lange hättest du brauchen? Hm. Ein alter PK 405, drei Ave Maria. Mit Weihrauch nur zwei. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dank der schönen heilige Jungfrau. Halte mal. Leg das Halleluja vom Händel auf. Sechs Tempel gab es in Jerusalem. Sie sind alle im Laufe der Jahrhunderte verschwunden. Aber es gibt noch einen siebten. Er existiert in den Herzen der Menschen. Der siebte Tempel ist der Tempel der Gier.
Mein ist die Rache, spricht der Herr. Und das heißt, unser ist die Gerechtigkeit. Frau Helene Gronewold, die wir heute hier zu Grabe tragen, ist ermordet worden. Und Motiv für diese Tat war das Fundament des siebten Tempels, die Gier. Alles sollte wie ein Unfall aussehen, war aber keiner. Frau Gronewold, die sich in ihrem Rollstuhl aufhielt, bekam einen Anruf. Einen Anruf von ihrem Mörder. Das Telefon befand sich unüblicherweise erhöht auf einer Kommode. Sie wollte hinrollen. Die Bremsen des Rollstuhls waren jedoch fixiert. So stand sie auf und tat den letzten Schritt ihres Lebens. Über dem Boden war eine Nylonleine gespannt. Frau Gronewold verlor das Gleichgewicht, stürzte und starb wie vom Mörder beabsichtigt an ihren inneren Verletzungen. Sie verblutete. Normalerweise stirbt man nicht an diesen Verletzungen. Aber Frau Gronewold nahm blutgerinnungshemmende Medikamente. Und sie war dreifach übermedikamentiert. Jetzt fragen wir uns, wie konnte das passieren, wo doch Dr. Rehfeld und Schwester Edeltraut die Medikamente kontrollieren? Indem man sich etwas aus einer anderen Quelle besorgt, zum Beispiel hier Rattengift. Es besteht im Prinzip aus blutgerinnungshemmenden Substanzen. Wer weiß so etwas? Ich weiß es, weil ich die letzten Nächte im Internet recherchiert habe. Aber auch ein Tierarzt könnte es wissen, wie zum Beispiel Dr. Kuno Seiler alias Hermann Teusch. Aber das ist ja absurd. Er fühlte sich sicher mit dem Rattengift. Was er nicht wusste, ist, dass bis spät in die 80er Jahre hinein die Substanz Thallium hinzugesetzt wurde, die schwere Bronchitis hervorruft. Und der Autopsiebericht erwähnt bei Frau Gronewold schwere Bronchitis. Na und? Es war eine alte Frau. Das Rattengift ist von 1983. Was wollen Sie damit sagen? Ich habe davon keine Ahnung. Ich weiß von sowas nichts. Als Ornithologe wissen Sie auch nicht, dass die Uferschnepfe Limosa Limosa heißt und nicht so Materia Mollissima. Darüber hinaus werden Sie bundesweit wegen verschiedener Delikte gesucht. Es gibt einen auf Sie ausgestellten Haftbefehl. Jetzt reiß ab, Pfarrer. Das lasse ich mir nicht bieten. Schwarzer Gürtel. Komm, komm, komm. So, los gehen wir jetzt. Halt, Herr Geiger, nehmen Sie gleich alle mit, zum Beispiel Seilers Komplizen, die Maria Halmer. Ich habe nichts damit zu tun. Sie haben aktiv Beihilfe geleistet. Sie haben den Nylonfaden gespannt und das Telefon nach oben gestellt. Darüber hinaus haben Sie versucht, sich dieses Dokument anzueignen. Sie haben dazu den Pfarrhausschlüssel Ihrer ahnungslosen Kollegin Edeltraut kopiert und versucht, nachts das Pfarrhaus auf den Kopf zu stellen, ohne zu wissen, dass der Safe sich nicht im Pfarrhaus befindet, sondern in der Sakristei. Den Polder konnte ich ja nicht mehr fragen. Eben. Amen. Kommen Sie bitte. Mein Gott, Maria. Diesem notariell beglaubigten Schreiben legt die Frau Gronewold vertrauensvoll ihre Stiftung und die Erträge derselben in den Schoß der Mutterkirche. Wenn es Ihnen gelungen wäre, Frau Halmer, dieses Dokument zu beseitigen, hätten die alten Stiftungsverträge gegolten und Sie hätten sich das Stiftungsvermögen unter den Nagel reißen können. Heute, liebe Gemeinde, ist ein Tag der Trauer, aber auch ein Tag der Genugtuung. Genugtuung darüber, dass der Nachlass einer frommen Frau für die Mutterkirche gerettet werden konnte. Bis auf 80.000 Euro. Wieso das? Ich bin Kassiererin in der örtlichen Sparkasse, Herr Pfarrer. Gestern wurden 80.000 Euro vom Stiftungskonto abgehoben.
Das war die teuerste und unsinnigste Unterschrift meines Lebens. Gier fielst du zum Opfer. Jetzt nimmt der Herr dich auf in seiner Gnade. Wir werden dich aufnehmen in unsere Herzen. Memento homo quia pulvis es et pulverim reverteris. Von Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Möge hier vollendet werden, was durch die heilige Taufe begonnen wurde. Alles Gute, Frau Godewold! Der Stiftungsrat geht stiften! Los! So übergebe ich Helene Kronewold deine unsterbliche Seele der Gnade des Herrn und deine sterbliche Hülle der Erde. Jetzt nicht. Wenn das eine göttliche Eingebung war, Pfarrer, dann werde ich mir überlegen, ob ich aus beruflichen Gründen nicht doch zum Katholizismus überwechsle. Wo sind Sie jetzt, Herr Kommissar? Bei den Protestanten. Dann dürfen Sie sich ruhig in der katholischen Kirche auch bekreuzigen. Wir sind doch nicht so. Kriminalistik, mein lieber Herr Kommissar, ist keine Glaubensfrage. Kriminalistik ist Denksport und der Satan ist Realist. Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der Täter die Perücke absichtlich... Wir haben 1954 in Hannover einen ähnlichen Fall gehabt, die Povenzbande. Die Zeit wird knapp. Ja, ich komm's gleich. Ich werde mich auf jeden Fall beim Bischof für Ihren Einsatz bedanken. Herr Pfarrer! Ja, sofort. Um Himmels Willen kein Wort zum Bischof, kein Wort. Ja, aber wie kann ich mich dann erkenntlich zeigen? Ohne Ihren Spürsinn hätten wir den Täter niemals gefasst. Ich wüsste schon was. Jetzt hängt uns der Kommissar ab. Wir sind schon spät dran. Wir hätten Missionarin werden sollen. Wer mit Ihnen fährt, lernt's beten. Großhauptnerin, Sie warten hier. Wie immer, Herr Pfarrer.
Anfang jetzt mal! Jetzt wartet ein bisschen, wir kommen doch gleich. Armin, was haben wir heute? Den 7. Sonntag im Jahreskreis. Genau, Lukas 6, 27 bis 38 von der Feindesliebe. Hab ich schon aufgeschlagen. Was tät ich ohne dich? Müssen Sie nicht fragen, wofür. Wieso, was ist los? Damals habe ich doch gesagt, dass ich es war. Sonst hätte ich heute Entlassung mit Handschlag. Bist wenigstens mit dir im Reinen? Da verreiße ich hier noch drei Kalender ab. Und ich habe nur lange einen guten Ministranten. Liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Und wenn dich jemand auf die eine Backe schlägt, so halt ihm auch die andere Backe hin. Wenn dir jemand den Rock nimmt, so verweigere ihm nicht den Mantel. Und wenn jemand dir etwas wegnimmt, so fordere es nicht von ihm zurück. Das ist ja geil, deswegen sitze ich ja. Ich habe ihm das Seine genommen, aber er hat zurückgefordert. Halt's Maul und hört zu. Jesus spricht, ihr sollt eure Feinde lieben, ihr sollt Gutes tun und leihen, auch dort, wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß und ihr werdet Kinder des Allmächtigen heißen. Denn der Herr ist gütig, auch gegen die Bösen und die Undankbaren. So ein Scheiß. Überhaupt kein Scheiß. Der Herr ist auch gütig gegen Gefangene, die in der Heiligen Messe Pornoheft und Tabakwaren tauschen. Amen. Amen. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Babi, wie schöne Woche. Danke, gleich fort. Pfarrer, ist gut? Jo. Kann ich Sie noch einen Moment sprechen, Pfarrer Braun? Um was geht's? Nemetzkurt, schwerer Raub, 8 Kalender. Ich habe gesündigt. Du möchtest einen Beichttermin? Ja, vielleicht. Und wenn ich was beichte, dann dürfen Sie es auch niemandem verpfeifen. Und hör mich, foltert nicht. Die heilige Beichte ist ein Sakrament. Muss immer schwere Sünde handeln, ne? Ja, schon sehr schwer. Und zwar habe ich eine Falschaussage gemacht und deswegen sitzt ein Kumpel von mir. Dann korrigiere deine Aussage. Ja, so blöd bin ich nun auch nicht. Da muss ich ja noch länger sitzen. Dann erlöse einen Unschuldigen. Ich muss mich erst mal selbst erlösen. Außerdem fühlt sich der Arme doch hier ganz wohl in der Kiste. Du hast den Armen da reingeritten, meinen Ministranten. Ich hab den Wachmann damals aufgemischt in der Speicherstadt, nicht er. Aber der Armin hat doch das gestanden. Ja, schon, aus Angst vor den anderen. Er ist ja ein Schisshas eigentlich, der Armin, nicht wahr? Wir hatten damals ausgemacht, wenn's gut geht, teilen wir uns die Beute, wenn's schief geht, teilen wir uns die Kalender auf. Egal, wer was gemacht hat. Naja, ist halt schiefgegangen und der Armin hat das mit dem Wachmann bekommen, obwohl ich es war. Dann lass uns jetzt schnell den Beichttermin festlegen. Wie schaut's aus, morgen um 14 Uhr? Da ist Hofgang. 16 Uhr? Habe ich einen Termin bei meiner Psychologin. Dienstag 14 Uhr? Kopfflechten. Dienstag 16.30 Uhr? Basketball. 16.15 Uhr, Dienstag 16.15 Uhr. Großhauptnerin, Sie können schon mal heimfahren. Ich habe einen Termin beim Direktor. Setzen Sie das Essen schon mal auf. Ich komme mit dem Taxi nach. Nein, das hängt nicht mit Ihrer Fahrweise zusammen. Was? Wer lügt da? Ich lügen? Nein, ich lüge doch nicht. Die Aushändlerin verwechselt Fuhlsbüttel mit dem Hockenheimring. Die Großhauptnerin will deine Buben bloß ein bisschen tratzen. Ich mit dem Geruch? Mit was für einem Geruch? Nach verbranntem Gummi. Für meine Jungs riecht die Freiheit nach verbranntem Reifengummi. Wenn sie den in die Nase kriegen, werden sie fuchsteufelswild. Ja, lass ihr doch die Freude. Hat sonst nie viel Glück mit Männern gehabt. Naja, Pfarrersköchin gehören wahrscheinlich wirklich nicht zum harten Kern der Spaßgesellschaft. Dafür ist ihnen der Lohn im Himmel sicher. Die besteht schon auf ihrem Lohn auf Erden. Ans Jenseits glaubt sie nicht so wahnsinnig. Und da wird sie deine Haushälterin? Ja, ich habe ihr bei der Scheidung geholfen. Was? Ein katholischer Pfarrer hilft bei der Scheidung? Warum ist die Unerträglichkeit der Ehe wichtiger als die Unauflöslichkeit? Davon verstehe ich als Junggeselle nichts. Aber als Anstaltsleiter könntest du mir einen Tipp geben, was ich mit dem Geständnis von Gefangenen Nemetz anfangen soll. Um deinen Schützling Armin Knopf zu entlassen. Um der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen.
Naja, du machst einfach ein Gedächtnisprotokoll in Form einer eidesstattlichen Versicherung und ich werde dann ein Wiederaufnahmeverfahren beantragen. Und jetzt werde ich NIM zu Indisch eröffnen. Versicherung an Eidesstatt klingt nach irgendwas ohne Bewährung. Na, das ist ja so eine Erklärung. Ah, lass dich überraschen. Schauen wir mal. Ich gehe dann, ja? Tag, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Wo? Da geht's rein. Herr Wachtmeister, warten Sie bitte draußen. Ja, also die Sache mit dem Amen, da wollte ich nur... Zunächst einmal heißt es nicht also, sondern gelobt sei Jesus Christus. Also, Entschuldigung, also ich habe nämlich noch nicht. Also ich meine, es ist schon weit her. Daraufhin musst du antworten in Ewigkeit Amen. In Ewigkeit Amen. In Demut und Reue bekenne ich meine Sünden. In Demut und Reue bekenne ich meine Sünden. Sprich. Sprich. Jetzt zähl deine Sünden auf, fang endlich das Beichten an. Also, ja. Ja, also die Sache mit dem Amen. Was ist mit dem Namen des Herrn? Hast du es im Zorn ausgesprochen? Wie jetzt? Ach so, ja. Letztens, als Sie dabei waren, ja. Vater, Mutter nicht geehrt? Also meinen Vater kenne ich nicht und Mutti ist die Beste. Also da bin ich ein liebes Kind schon wohl auch gewesen, nicht wahr? Fremdes Eigentum, na gut, da brauche ich gar nicht fragen. Sechstes Gebot, hast du begehrt des nächsten Weib und so weiter? Ja, also manchmal eher selten. Ich wollte doch eigentlich die Sache mit dem Amen. Hast du getötet? Nein. Also bislang nicht. Toi, toi, toi. Also, das ist gut. Bereust du? Ja. Ohne geht's nicht wahrscheinlich, oder? Ich bereue teilweise schon auch, ja. Gut, dann gebe ich dir zur Buße 10 Ave Maria und 10 Vater Unser auf. Ja, aber ich wollte doch noch die Sache mit dem Amen. Du hast alles gestanden, bereut, es wird absolutiert. Deine Sünden seien dir vergeben im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen? Genau, Amen. Du fährst jetzt heim und zündest eine Kerze an. Aber wenn ich zum Bischof muss, schwebt Unheil über uns, Rosshauptmann. Ist gut. Sie müssen Pfarrer Braun sein. Ist gut. Wer sind Sie? Monsignore Mühlich, Anselm Mühlich. Ich bin der Privatsekretär unseres Bischofs. Ach, gibt's einen alten Schubert nicht mehr? Den hat der Herr zu sich gerufen. Hat der Herr Bischof irgendwelche Andeutungen gemacht, was er mit mir... Dr. Hemmelrath, er hat mir nichts gesagt. Ja, ich war schon lange nicht mehr da. So, so. Ja, ja. Pfarrer Braun, Herr Bischof. Herein mit ihm. Pfarrer Braun. Grüß Gott, Eminenz. Sie machen uns ja Sorgen. Sorgen? Und zwar schon wieder. Schon wieder. Ich habe mir mal Ihre Personalakte kommen lassen. Und? Als mein Freund und Kollege Stiegelmeier von der Erzdiözese München-Freising mich bat, sie zu übernehmen, hielt ich das für einen freundschaftlichen Tipp. Heute ist der Kollege Stiegelmeier nicht mehr mein Freund. Meiner war er nie. Also ich meine, der Stiegelmeier, mein Freund. Sie haben mehrfach den kirchlichen Gehorsam verweigert. Mehrfach. Unter anderem haben Sie sich geweigert, eine Bikermesse abzuhalten. Biker. Es heißt Biker, Herr Bischof. Herr Eminenz, Sie kommen mit dem amerikanischen Zeug auch nicht klar. Die Kirche muss mit der Zeit gehen. Wenn es so weitermacht, muss mit der Zeit gehen. Da haben Sie schon recht, Eminenz. Und Sie sind trotz mehrfacher Ermahnungen wieder kriminalistisch tätig geworden. Aber sehr erfolgreich. Was Ihnen bei der Presse unter anderem die Spitznamen... Dreifaltigkeits-Derrick, Schnüffler Gottes oder Tabernakel-Colombo einbrachte. Man muss dem Guten zum Sieg verhelfen, indem man das Böse bekämpft. Ich habe Sie als Gefängnispfarrer in Fuhlsbüttel eingesetzt und hielt das für eine hervorragende Idee, weil Sie da nur mit rechtskräftig geklärten Fällen in Kontakt kommen würden. Und jetzt dies. Was ist dies? Ein Rechtsanwalt Lohmann
der die Interessen des Gefangenen Nemetz vertritt, bezichtigt sie des Bruches des Beichtgeheimnisses und droht, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das soll er versuchen. Versuchen? Das Beichtgeheimnis ist eines unserer größten Aktiva. Kirchenmänner haben sich dafür foltern und vierteilen lassen. Und nun dieser Skandal. Was ist denn da der Skandal? Das Vertuschen der Wahrheit oder das Aufdecken der Wahrheit? Die Wahrheit liegt in Jesus Christus. Und an den hat sich in seiner Gewissensnot der Gefangene Nemetz gewandt, weil er der Lüge entsagen und der Wahrheit ans Licht verhelfen wollte. Im geschützten Raum des Sakraments. Na, das hat er mir vor der Beichte im weniger geschützten Raum der Vertraulichkeit förmlich aufgedrängt. Und die Vertraulichkeit ist, soweit ich weiß, noch kein unverletzliches Sakrament. Aber es wurde doch dann im Rahmen einer Beichte versiegelt. Ja, soweit habe ich ihn gar nicht kommen lassen, dass er das beichten konnte. Ich meine, durch mein Aufdecken der Wahrheit ist einem jungen Menschen Gerechtigkeit widerfahren. Einem jungen Menschen, der sich seit Jahren selbstlos als mein Ministrant in den Dienst der Kirche stellt. Gemäß dem Motto des Hebräerbriefs, denkt an die Gefangenen, als ob ihr Mitgefangene wärt. Und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Sie leben ja sehr sichtbar noch im Leibe. Und leider auch im Irrtum. Denkt an die Gefangenen, ist nicht Hebräer, sondern 2. Korinther. Hebräer 13,3, Webmer. Um eine Kiste Messwein. Vino Santo, 97er. Müllig, sehen Sie doch mal nach. Denkt an die Gefangenen, Hebräer oder 2. Korinther. Denkt an die Gefangenen. Da ich nun aber nicht nur an die Gefangenen, sondern die gesamte Kirche denken muss, habe ich mich entschlossen, Ihnen eine neue Wirkungsstätte zuzuteilen. Sie wollen mir versetzen? Dorthin, wo Sie keinen Schaden mehr anrichten können. Wohin denn? Wo es ganz wenig Katholiken und noch weniger Verbrechen gibt. Besteht der Zusammenhang? Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. 2. Korinther. Hebräer 13,3. Wir schicken Ihnen den Wein zu. Wohin? Flach, feucht, windig. Das Schlimme am Flachland ist, dass der Himmel tiefer hängt, ohne dass man deswegen Gott näher ist. Pfarrer Braun? Ja. Na, dann steigen Sie mal ein. Aber die Gemeindeschwester Edeltraut wollte uns mit dem Taxi abholen. Die Edeltraut ist verhindert und ich bin das Taxi. Swoboda, Erich Swoboda. Na, du, trauen sich mal. Also, ein Auto hätten sie schon nehmen können. Meine Haushälterin, die Margot Rosshauptner. Moin, Autos gibt's hier keine nicht. Keine Autos? Nö. Schön hier. Jo. Sind Sie katholisch? Jo. Keine sehr große Gemeinde hier, was? Gestern waren wir noch 26. Und heute? Auch 26. Nicht viel, aber stabil, sag ich immer. Und was machen Sie? Alles, was so kommt. Notar, Bibliothekar, Sterndienstbeamte, Totengräber. So eine Art kommunale Mehrzweckwaffe, oder? Was war denn das? Ein Elektroauto. Ach, gibt also doch Autos. Ist das einzige hier.
ist der Dienstwagen von Kommissar Geiger. Kommissar? Auf der Insel gibt's einen Kommissar? Manche sagen ja, der ist hier so überflüssig wie eine Ampel. Aber wenn mal was passiert, dann muss er ja schnell am Tatort sein. Ist schon mal was passiert? Letztes Jahr haben sie zwei amerikanischen Stelzengängern die Eier geklaut. Wie bitte? Das sind Vögel. Seltene Wattvögel. Und sonst? Baldrine, Friese, viel Zaunzeug. Sonst nichts. Kann aber noch kommen. Beschreien Sie es mal nicht. So, da haben wir es ja. Also dieser Schrecken heute Morgen. Mir ist ja fast das Herz stehen geblieben. Und ausgerechnet heute. Oh, unser neuer Fahrer. Ach, Sie kriegen einen neuen Fahrer? Ja, haben Sie das denn nicht gehört, Herr Geiger? Unser Pfarrer Pulder liegt nicht nur im Krankenhaus, sondern jetzt auch noch im Koma. Aber Sie sind ja protestantisch. Grüß Gott, mein Name ist Guido Braun, ich bin der neue Pfarrer. Und Sie müssen die Gemeindeschwester Edeltraut sein. Edeltraut Remmler, Herr Pfarrer. Hauptberuflich Altenpflegerin. Ja, das brauche ich Gott sei Dank noch nicht. Ich bin Selbstversorger, darf ich vorstellen, meine Haushälterin, die Margot Rosshauptner. Oh, das hat man mir jetzt gar nicht mitgeteilt, dass Sie mit einer eigenen Haushälterin kommen. Ich hatte mir schon Hoffnung gemacht, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Moin. Können Sie mal mit anpacken? Können schon. Darf ich mich vorstellen, Kommissar Alwin Geiger? Grüß Gott, Braun. Sind Sie im Dienst? Nicht immer, aber heute. Ist ein Verbrechen passiert? Für unsere Verhältnisse schon. Aber Herr Pfarrer. Keine falschen Schlüsse ziehen, Rosshauptnerin. Haben Sie schon einen Verdacht? Verdacht, ja. Nein, ich weiß ja noch nicht einmal genau, was geschehen ist. Es wurde heute Nacht eingebrochen. Ins Pfarrhaus eingebrochen. Jetzt stellen Sie sich das mal vor. Hier? Ja, das hatten wir noch nie. Den letzten Einbruch hatten wir wann? Das war 82 bei der Fußball-WM Deutschland gegen Kamerun. Ja? Da wurde die Kasse im Hafenrestaurant gestohlen. Wer war das? Ja, der Täter läuft heute noch frei herum. Die Tür ist aber nicht beschädigt. Seien Sie sicher, dass sie eingebrochen worden ist? Ja, genau, Edeltraut. Bist du dir sicher, dass überhaupt eingebrochen wurde? Ja, ist doch alles durchgewühlt. Ich hatte es so nett gemacht für unseren neuen Herrn Pfarrer. Aber jetzt sieht es aus wie bei den Hottentotten. Nun gucken Sie bloß, Herr Pfarrer. Aufgeräumt wäre was anderes. Und, fehlt was? Fehlt was? Das ist ja das Eigenartige. Gar nichts. Aha. Dann, na bitte, Sie zuerst. Dann fehlt also nichts. Und wenn nichts fehlt, dann... Na, der Täter das, was er gesucht hat, nicht gefunden. Nicht gefunden. Wahrscheinlich hat er auch einen Schlüssel gehabt. Ich habe ja hier alle drei bei mir. Apropos, ist gleich Ihre. Danke. Wir brauchen aber noch einen für die Rosshauptnerin. Oh. Bitte. Danke. Und was macht man in so einem Fall, Herr Kommissar? Protokoll? Genau, ein Tatortprotokoll. Fingerabdrücke, täterbezogene Spuren, tattypische Vorgehensweisen. Und Sie, Edeltraut, zeigen mir jetzt bitte schön das Pfarrhaus. Aber gerne, Herr Pfarrer. Haushälterin kommt nicht aus Hamburg, nicht? Wieso? Na, Mr. Umnamen. Die Rosshauptin habe ich aus Miesbach. Genau gesagt, da ist aus Berlin Moabit. Also. Das ist Ihr Schlafzimmer, Herr Pfarrer. Sagen Sie mal, Schwester Edeltraut, haben Sie eine Vorstellung, was der Einbrecher gesucht haben könnte? Ich habe keine Ahnung, Herr Pfarrer. Das ist Ihr Gästezimmer. Wir sind ja doch eine recht arme Gemeinde verglichen mit den Protestanten. Herr Pfarrer! Was ist Rosshauptnerin? Gemüsehobel, Saftpresse, Spargeltopf. Das ist alles hier. Keine Bratpfanne, kein Reindl, keine Geflügelschere. Na, wie soll ich denn da kochen? Ihr Vorgänger, der Pfarrer Polder, war Vegetarier. Ein Mann des Geistes, nicht des Fleisches. Drum liegt er mit Magendurchbruch im Koma. Rosshauptnerin, kaufen Sie da ein paar Sachen, die Sie noch brauchen. Zu. Ich bin jetzt also durch. Willst du Anzeige erstatten? Natürlich. Wegen Unbekannt. Unbekannt, ja. Yeah. Hoffentlich habe ich noch Formulare im Büro. Herr Geiger? Ja. Sie sind auch strafversetzt hierher, oder?
Herr, sende mir Teppich, Strand oder Boxenluder. Und ich will standhaft bleiben und nicht klagen. Locke mich mit edlem Wein oder gar Tegernseer Bier und ich will meine Sinne nicht betäuben. Quäle mich mit dem Duft gekümmelten Schweinsbratens und ich werde fasten psalmodieren. Aber verschone mich bitte vor dilettantischen Hauptkommissaren, die meine kriminalistische Leidenschaft aufs Äußerste reizen. Bitte verschone mich. Oder willst du mich prüfen, ob ich den Verlockungen der Verbrechensbekämpfung widersagen kann? Wenn du allerdings möchtest, dass ich den Fall löse, dann gib mir ein Zeichen und ich werde mich deinem Willen beugen, wie einst dein Knecht Hiob. Amen. Das ist Gisela, die Gemeindestute. Und das ist ihr Dienstwagen. Scheungepflegt. Was sagen Sie, Rosshauptnerin? PS in lebendiger Form? Ich habe einen Führerschein, keinen Veterinärpass. Den Dienstwagen müssen Sie schon selber fahren, Herr Pfarrer. Wo gehen Sie? Frühstück machen. Ah, recht. Kleine Übungsstunde, gefährlicher Pfarrer. Sie müssen die Zügel hier zwischen Kleinen und Ringfinger durchziehen. Und dann beim Daumen, ja, wieder hochholen. So können Sie fein steuern. Was ist los? Ich hab doch gar nicht brrr gesagt. Ja, wenn Sie die Zügel zu fest ziehen, bleibt Gisela stehen. Aha. Hier. Gisela versteht kein Bayerisch. Sie müssen ho sagen. Ho. Und wenn es schneller gehen soll, dann schlagen Sie mit den Zügeln und schnalzen mit der Zunge. Ja, sehen Sie? Ja, genau so. Und halt heißt nicht brrr, sondern steh. So, jetzt freuen Sie sich beide mal ein bisschen an. Ich guck von der Düne aus zu. Was machen Sie? Ah. Sie können mich doch nicht im Stich lassen. Doch, doch. Ist ganz leicht, Sie werden schon sehen. Echt nicht. Der Ruf der Natur, verstehen Sie? Ich verstehe überhaupt nichts. Sie sind doch nicht der neue Pfarrer, oder? Doch, Guido Braun, grüß Gott. Dann können Sie den Ruf der Natur natürlich schlecht nachempfinden.